die Nummer 30. Wir machen weiter mit der Nummer 31 aus dem Hause Heron, die PSP 118 mit mittlerweile 400 Gramm netter Explosivmasse. Das war die Nummer 31. Jetzt kommen wir zur Nummer 32 aus dem Hause Leslie. Wieder eine aus der bösen Serie. Diesmal muss die Oma herhalten, die böse Oma. Na, so böse war die Oma jetzt nicht gewesen. Deswegen leiten wir über zur Nummer 33 aus dem Hause Evolution, die Golden Sander. Laut und Gold, der Golden Sander. Die Nummer 34 kommt wieder aus dem Hause Blackbox, die Titanica. So, das war die Titanica. Jetzt mit der Nummer 35, wieder etwas Böses aus dem Hause Leslie, diesmal die Schwiegermutter. Also. Das war die böse Schwiegermutter.
Der kleine Hinweis, bevor wir zu das Ding kommen, für kalte Hände und kalten Magen, hier am Fenster gibt es was Warmes. Sie verpassen nichts, es knallt ständig. Die Nummer 36, das Ding aus dem Hause Blackbox. Das war das Ding aus dem Hause Blackbox mit 418 Gramm netto. Jetzt aus dem Hause Leslie die Nummer 37 Crank mit 420 Gramm und wahrscheinlich einer recht breiten Ausdehnung. Das war der Crank, die 37. Jetzt machen wir einen Big Challenge mit der Nummer 38. Big Challenge. Das war die Big Challenge aus dem Hause Nico mit der Nummer 38. Weiter geht es aus dem Hause Hestia mit der Nummer 39 und dem Gothic Fire. Das war der Gothic Fire, Nummer 39. Wir machen weiter mit der Nummer 40, der Hall 48 aus dem Hause Gau. Wir sind bei mittlerweile 455 Netto-Explosivmasse angekommen. Das war der Ort 48 von Gau.